Hey, alter Junge, wo ist denn wieder? Sie ist mit mir hergekommen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Jennifer Grey und Patrick Swayze als ungleiches Traumpaar in dem Tanzfilm schlechthin. 1987 zieht die Liebesgeschichte mit der legendären Hebefigur Millionen Menschen in die Kinos und schafft Erinnerungen für die Ewigkeit, die heutzutage 35 Jahre später noch viele im Kopf haben. Time of my life, das ist wunderbar, dieser Tanz, wo die da ausflippen, da geht wumm. Ich habe mal eine Melone getragen, oder war das nicht so? Ja, in der Art. Damals war er cool. 80er, klar, super Zeit. Ja, Jugend, Freiheit, unbeschwerter als heutzutage, auf jeden Fall. Mittendrin im Film der amerikanische Musical-Sänger Lemuel Pitts. Als Student hatte er eine Komparsenrolle als Background-Tänzer. Von da aus führte ihn sein Weg später auf die Bühnen am Broadway und in Deutschland. Seit langem lebt er in Dortmund. Heute ist er stolz, auf Partys mit seinem Auftritt ein bisschen angeben zu können. Und dann hole ich mein Handy raus und zeig diese kleine Szene. Das gibt's doch nicht. Wie hast du das geschafft? Wie war Patrick Swayze? Das ist immer das erste Frage. Wie war Patrick Swayze? Der war sehr nett und sehr herzlich. Der Soundtrack zum Film wird eines der meistverkauften Musikalben aller Zeiten. Die Songs aus Dirty Dancing. Aber da fehlt doch noch einer. Klar, der Song des Films ist Time of My Life. Laut Lemuel Pitts war der bei den Dreharbeiten übrigens noch gar nicht fertig. Beim Drehen hatten wir eine ganz andere Version. Gleicher Rhythmus, aber anderen Sänger. Musikalisch war es anders eingestellt. Erst im Kino hat Pitts dann gehört, wozu er da auf der Leinwand tanzt. Zu einem echten Welthit. Und mit dem war dann auch das Glück von Johnny und Baby besiegelt. Es tut mir leid, wenn ich euch störe, Leute. Aber ich tanze immer den letzten Tanz der Saison. In diesem Jahr hat es mir einer verboten. Aber ich lasse mir nichts verbieten. Ich werde tanzen, und zwar mit einer großartigen Partnerin. Mrs. Frances Hausmann.